Wir sind wieder zurück mit unserer Lieblingsliga, mit der dritten Liga. Die startet am Wochenende und die besprechen wir sehr gerne mit unserem Experten, mit Marcello. Hallo Marcel. Hallo Carsten, pünktlich zum Drittligastart hast du auch dein drittbestes Outfit aus dem Schrank geholt. Ja, genau, das war noch übrig geblieben. Ich muss unbedingt wieder waschen. Das ist ja Wahnsinn, was man da alles machen muss. Jetzt aber gleich rein mit dem Hinweis, wenn ihr noch kein Abo bei uns habt, wir freuen uns, wenn ihr eins liegen lasst, hier einfach draufdrücken und schon funktioniert das. So, wir starten mit einem Spiel, was einiges verspricht. Traditionsvereine Waldhof Mannheim gegen 1860 München. Die Löwen haben sich nochmal verstärkt mit immerhin einem österreichischen Nationalspieler, Raphael Holzhauser, der Ende 20 Jahre alt ist, also noch gar nicht so alt. Das heißt, Sie meinen es ernst. Sie wollen nochmal richtig vorne rein. Das auf jeden Fall. Das muss natürlich auch der Anspruch der Münchner Löwen sein, dass sie aufsteigen. Es sieht aber momentan nicht sonderlich gut aus, denn obwohl sie eigentlich über weite Strecken eine ordentliche Hinrunde gespielt haben, lief es ja zuletzt gar nicht mehr so gut. Ja, sie sind mittlerweile abgerutscht auf Position 5, haben zwar nur einen Punkt Rückstand auf den Drittplatzierten, aber die Tendenz war ja zuletzt wirklich eher gegenläufig. Deswegen, ich muss sagen, für mich ist 1860 München momentan nicht einer der Top-2-Favoriten auf den Aufstieg, um da gleich mal mit der Tür ins Haus zu fallen. Und ich glaube auch, sie werden in Mannheim Probleme bekommen. Denn obwohl Mannheim nochmal 4 Punkte weiter hinten ist im Klassement, momentan auf Position 8, sind sie eben die beste Heimmannschaft der dritten Liga. Ja, sie haben 8 ihrer 9 Heimspiele siegreich gestaltet und 1860 im Gegensatz dazu nur 11 von möglichen 24 Punkten in der Fremde geholt. Das heißt, sie haben primär in der Fremde auch Punkte liegen gelassen, sind nur auf Platz 9 der Auswärtstabelle. Plus, es kommt hinzu, du hast Holzhauser bei 1860 angesprochen, ich spreche Caterruel und Schnatterer bei Mannheim an, denn das sind natürlich 2 Spieler, die auch lange gefehlt haben in der Hinrunde, beziehungsweise Caterruel kam auch erst später dazu, Schnatterer war lange verletzt und wenn die jetzt eine gesamte Vorbereitung mitgemacht haben, sind das für mich 2 absolute Unterschiedsspieler in der dritten Liga und deswegen, ich sage, Mannheim wird ganz oben anklopfen, ja, im Gegensatz zu 1860, das haue ich jetzt einfach mal raus und deswegen sage ich auch in diesem Spiel Draw No Bet 1 im Fall eines Unentschiedens gibt es den Einsatz zurück. Dennoch leichte Vorteile für Mannheim und deswegen eher der Heimsieg und dafür die Quote 2,1. Und dann kommt der Spitzenreiter Elversberg. Die spielen bei Wien Wiesbaden und es ist ein Duell der Torjäger in der dritten Liga. Das macht schon auch noch einen zusätzlichen Reiz aus bei dieser Begegnung. Genau, du hast Spitzenreiter angesprochen, dann lass mich noch kurz einen Querverweis machen, denn auch wir, Carsten, sind Spitzenreiter, was unsere Gäste angeht. Ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, aber unsere Bundesliga-Vorschau ist raus für die Rückrunde der Bundesliga oder für die Restrunde der Spiel der Bundesliga, unter anderem mit unserem Experten, mit unserem Gast Michael Rummenigge. Ja, der hat natürlich extrem viel zu sagen, gerade im Kampf Dortmund gegen Bayern, der ja eigentlich gar kein Kampf mehr ist, kein Zweikampf mehr. Aber da schaut gerne mal rein, lasst auch hier wieder gerne ein Abo da, wir würden uns sehr darüber freuen. Und ja, Wiesbaden-Elversberg, du hast es angesprochen, Schnellbacher auf Seiten der Elversberger mit 9 Saisontoren, momentan der Führende der Torschützenliste. Und wir haben einen gewissen Ivan Pretajin auf Seiten von Wien Wiesbaden, der schon 8 Tore erzielt hat. Ja, 2 komplett unterschiedliche Spielertypen. Schnellbacher, jemand, der über die Geschwindigkeit kommt, jemand, der ein sehr feiner Techniker ist. Und Pretajin, ja, der typische Mittelstürmer, großgewachsen, kopfballstark, nach Flanken extrem gefährlich. Und deswegen ein interessantes Duell, allgemein natürlich ein Topspiel, Wiesbaden gegen Elversberg, der Tabellendritte trifft auf den Tabellenersten, die beiden besten Offensiven der dritten Liga stehen sich gegenüber und Elversberg hat aktuell schon 10 Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten, also auf den ersten nicht direkten Aufstiegsplatz, das heißt, sollten sie jetzt gewinnen, könnte dieser Vorsprung nochmal ansteigen und das wäre dann schon fast die halbe Miete für die beste Auswärtsmannschaft der dritten Liga und das ist eben Elversberg. Und ich sage, es wird ein sehr munteres Spiel. Beide Mannschaften freuen sich, dass es wieder losgeht. Beide Mannschaften haben eben, wie gesagt, sehr gute Offensivreihen. Und deswegen 1,70 für über 2,5 Tore. Und jetzt kommen wir zu Saarbrücken gegen den MSV Duisburg. Und den Hinweis an dich, Marcello, sag jetzt nichts Falsches. Ich sage, Rüdiger Ziel ist jetzt auch endgültig fixer Trainer von Saarbrücken. Das ist, ja, er kam ja, das ist klar, ja genau, das wissen wir. Genau, Rüdiger Ziel wurde jetzt installiert, ja. Richtig, er kam ja als sportlicher Leiter, hat sich mittlerweile dann selbst zum Trainer gemacht, nachdem Uwe Koschin dann aufgehört hat.
beziehungsweise entlassen wurde. Und es läuft gut für Saarbrücken. Ja, sie haben dann zuletzt vor der WM-Pause eine gute Serie hingelegt, sind auf Platz 2 geklettert. Ja, sie haben übrigens auch einen absoluten Edelfan mit Gaga Clemens, dem Dartspieler, der bei der WM ja vor wenigen Wochen im Halbfinale war. Der Ja. ist absoluter Saarbrücken-Ultra fast schon. Deswegen interessante Wird er im Anekdote Stadion dazu. sein? Der wird 100% im Stadion sein. Er ist eigentlich bei jedem Heimspiel. Ja. Und übrigens, Carsten, lass mich das auch kurz sagen. Dart geht auch bald wieder los. Verschiedene Turniere. Auch da findet ihr natürlich alle Informationen auf der Wettbasis. Und Handball-Weltmeisterschaft plus NFL-Playoffs. Was ein verrücktes, was ein schönes Wochenende im Sport. Deswegen alle Informationen, alle Tipps auf der Wettbasis.com. Gerne reinschauen und Newsletter. Wenn ihr das Ganze einfach als Newsletter haben wollt mit unseren besten Tipps, dann meldet euch einfach an mit eurer E-Mail-Adresse. Dann bekommt ihr regelmäßig E-Mails von uns zugeschickt mit spannenden Tipps, mit spannenden Hintergrundinformationen. Und auch das lohnt sich absolut. So, das reicht jetzt aber. Sauber, kommt jetzt der Tipp. Saarbrücken, Duisburg, jetzt kommt der Tipp. Pass auf, Carsten, ich sage Sieg für Saarbrücken. Und einfach aus dem Grund, Saarbrücken ist zu Hause noch ungeschlagen. 4 Siege, 4 Unentschieden. Duisburg hat zwar 4 der 6 Saisonsiege auswärts geholt, sind also auswärts sogar tendenziell etwas stärker einzuschätzen. Dennoch sage ich, der Heimvorteil zahlt sich aus, die bessere Form vor der WM-Pause zahlt sich aus und deswegen muss ich leider auf den Sieg von Saarbrücken gehen. Quote 1,90. Danke, Marcello. You made my day. So, kurz und knackig, Zwickau gegen Oldenburg am Freitag. Genau, das erste Spiel nach dem Restart. Ich sage X2 und unter 3,5 Tore. Das heißt, Oldenburg holt mindestens einen Punkt. Es fallen maximal 3 Treffer im Spielverlauf. Beide Mannschaften sind punktgleich. Kellerduell. Die eine Mannschaft steht über dem Strich, die andere Mannschaft unter dem Strich. Es geht um viel. Dementsprechend werden beide Mannschaften nicht grundsätzlich ins Risiko gehen. Und für das X2 und unter 3,5 gibt es eine Quote von 2,37. Osnabrück spielt gegen Viktoria Köln. Ich bin gespannt, was Tobi Schweinsteiger mit seiner ersten Vorbereitung gemacht hat. Es war ja eine lange Vorbereitung auf diesen Drittliga-Restart, ob er die Mannschaft wieder in die Spur gebracht hat. Osnabrück bislang mit einer enttäuschenden Saison. Viktoria Köln auswärts nicht zu unterschätzen. Die haben schon viele gute Ergebnisse in der Fremde geliefert. Und dennoch sage ich, Osnabrück wird dieses Spiel nicht verlieren. Und auch hier werden maximal 3 Tore fallen, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass die eine oder andere Mannschaft ein bisschen länger braucht, um nach dieser langen Pause wieder ja, in die Spur zu finden und deswegen 1,83, 1x und unter 3,5. Essen empfängt Halle. Auf dem Papier Essen der klare Favorit. Ja, Ja. überrascht mich sogar ein bisschen, dass sie so klar favorisiert werden, denn sie haben erst 2 Heimsiege in der laufenden Saison geholt. Das darf man nicht vergessen. Allerdings treffen sie mit Halle auf einen Gegner, der auswärts noch komplett sieglos ist. Ja, deswegen wahrscheinlich die ausgeprägte Favoritenrolle. Ich sage dennoch, dass beide Mannschaften treffen werden. Das ist mein Tipp, 1,72. Beide Teams kommen zum Torerfolg. Freiburg 2, die ja eine gute Rolle spielen auch, die sind Gastgeber für den SV Verl. Genau, und Freiburg für mich auch hier favorisiert. Gerade vor heimischer Kulisse sind sie dann doch sehr schwer zu bezwingen, haben eine sehr gute Defensive auch vor heimischer Kulisse. Qualitativ die vielen Youngstars, die Freiburg einfach zu bieten hat, das spricht ebenfalls für die Breisgauer. Deswegen sage ich auch hier 1x und unter 3,5. Also Freiburg holt mindestens einen Punkt. Es fallen auch hier maximal 3 Treffer im Spielverlauf. Hohe Quote, überraschend hohe Quote von 1,86. Dynamo Dresden, alles andere als eine Wunschsaison bislang für die Sachsen. Sie spielen gegen Meppen. Bei Dresden könnte ich mir auch vorstellen, dass es in der Rückrunde deutlich besser laufen wird als in der Hinrunde. Denn zum einen hat sich die Erwartungshaltung natürlich ein bisschen verändert. Vor der Saison waren sie der klare Top-Favorit auf den Aufstieg. Jeder hat gesagt, sie müssen Erster werden. Jetzt sind sie so ein bisschen im Mittelfeld ja, platziert. Das heißt, für sie geht es eigentlich nur noch darum, aufzuholen. Ja, und dann mal sehen, was noch bei Ja, rumkommt. vielleicht Und maximal dritter Platz, sowas kann man sich schon vorstellen. ja, wer weiß. Es ist noch vieles möglich, es sind noch viele Spiele zu absolvieren. Aber ich glaube, um das nochmal fertig zu bringen, dass Dresden mit dieser besseren, mit dieser weniger ja, komplizierten Erwartungshaltung nochmal eine Serie starten kann. Und die geht los mit einem Heimsieg gegen Meppen. Denn genau das ist mein Tipp. Ich sage 1,75 Sieg Dynamo Dresden. Ja, und dann haben wir Bayreuth, die schon stark schwimmen da hinten gegen Dortmund 2. Bei Dortmund 2 haben wir die Personalie, die uns jetzt Marcello nochmal schmackhaft macht. Genau, Cyril Akono, neuer Spieler von Dortmund 2, 22 Jahre, das heißt erstmal ein relativ
ja, ich sag mal, ungewöhnlicher Transfer für eine U23, dass sie einen Spieler aus der dritten Liga vom SV Verl holen, der 22 Jahre alt ist. Aber auf den zweiten Blick muss man sagen, ein sehr, sehr guter Transfer. Denn was hat Dortmund in der Hinrunde gefehlt? Dortmund 2, sie haben mit die wenigsten Tore geschossen in dieser dritten Liga. Ja, und Dortmund will mit aller Macht natürlich die Liga halten, um dann auch eben den neuen Youngsters möglichst gute Spielzeit auf einem guten Niveau bieten zu können. Deswegen ein sehr schlauer Transfer meiner Meinung nach. Und vor allen Dingen auch ein Spieler, der mit seiner Geschwindigkeit eventuell auf mittelfristige Sicht vielleicht sogar was für die erste Mannschaft sein könnte. Ja, ich lehne mich weit aus dem Fenster, Carsten, aber für mich Cyril Akonu ein absoluter Königstransfer für die Dortmunder. Und unter anderem deshalb glaube ich, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. Denn man darf auch eins nicht vergessen, Dortmund 2 hat eine sehr, sehr gute Vorbereitung gehabt. Sie waren in Belek, im türkischen Belek. Das ist für einen Drittligisten auch ja, eher Ja, das ungewöhnlich, ist dass sie schon sich dann. 5 Sterne für einen Ja, Drittligisten. ganz genau. Sie haben perfekte Bedingungen gehabt. Die ganzen jungen Spieler werden nicht schlechter im Verlauf einer Saison, im Speziellen im Verlauf einer Saisonvorbereitung, wo sie dann auch mit der ersten Mannschaft mal trainiert haben. Deswegen für mich Vorteile für die Dortmunder und deswegen Draw No Bet 2 zu einer Quote von 1,72. Und täglich grüßt Pavel Dotschev. Zumindest gilt das für die dritte Liga. Also es gibt ja keinen, der mehr Trainerbänke schon mal ausprobiert hat als Pavel Dotschev in der dritten Liga. Er ist jetzt wieder zurück, zum dritten Mal übrigens, bei Ingolstadt, ach, bei Aue, pardon. Die spielen dann in Ingolstadt und beschließen den Spieltag. Also Ingolstadt gegen Aue mit dem nimmermüden Pavel. Du kennst ihn auch ganz gut aus Duisburger Zeiten, Pavel Dotschev. Da hat er jetzt nicht sonderlich überzeugt. Nicht nur Ich habe daher, auch also die. den kenne ich nun wirklich seit Jahrzehnten. Ja, und ist natürlich eine sehr interessante, eine sehr spannende, eine sehr kuriose Personalie, denn es war ja so, dass Pavel Dotschev tatsächlich im Rechtsstreit war mit Erzgebirge Aue. Ja, weil er ja als sportlicher Leiter damals dann hingeschmissen hat und dann gab es noch ein paar Diskussionen. Mittlerweile sind ja auch die Leonards, die Präsidenten von Aue, so ein bisschen Ja, raus. Helge Und deswegen. Leonhardt hat sich dann jetzt verabschiedet. Matthias Genau. Heidrich ist jetzt Sportdirektor dort. Genau. Und ja, Dotschev hat natürlich eine Heidenarbeit vor sich, das muss man ganz klar sagen. Denn Aue ist mit die größte Enttäuschung in dieser Drittligasaison. Aber sie haben natürlich schon viel Potenzial auch innerhalb des Teams. Und deswegen glaube ich schon, dass sie sich jetzt Stück für Stück da unten befreien werden. Speziell natürlich aufgrund dieser sehr erfahrenen Trainerpersonalie, der natürlich genau weiß, welche Stellschrauben er jetzt drehen muss. Und Ingolstadt hat mich bislang enttäuscht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Auch sie hatte ich ja deutlich weiter oben platziert im Klassement. Und gerade zu Hause hatten sie durchaus mal Probleme. Und deswegen gehe ich hier auf eine kleine Überraschung. Ich sage doppelte Chance x2. Aue punktet in Ingolstadt, mindestens ein Punkt, vielleicht sogar ein Sieg. Und dafür gibt es eine Quote von 1,91. Herrlich. Hier nochmal die Übersicht. Das Drittliga-Wochenende steht an. Die Tipps von Marcel seht ihr hier klar und deutlich strukturiert. Vielen Dank, Marcello. Und wir freuen uns auf ein richtig heißes Sportwochenende. Also, bis zum nächsten Mal und viel Spaß.